und Ablenkungstraining für den Mensch. Geht mal eine Übung ohne den Hund durch. Mit allen Bewegungen, mit allen Signalen, die ihr dem Hund geben müsst, mit allen Schritten, genauso wie das sich gehört, wie ihr das geplant habt, etc. Und baut dann schrittweise Ablenkungen ein. Als Dogdancer, laute Musik wäre eine Option. Übt mal eure Tanzschritte, wenn andere Menschen anwesend sind. Das kann ich ja am Anfang einfach machen, dass ich das auf dem Hundeplatz mache. Ich kann das aber auch schrittweise steigern, dass ich irgendwann meine Tanzschritte mitten auf dem Marktplatz oder im Baumarkt vor der Kasse mache. Das lehrt euch so ein bisschen, euch auf eure Dinge zu konzentrieren und andere Menschen bewusst auszublenden. Wenn ihr ab und zu Trainingspartner habt, dann lasst die mal so ein bisschen nervig sein, also gebt ihnen den Auftrag, dass sie aktiv versuchen sollen, euch zu stören. Und eure Aufgabe ist, dass ihr einfach weiter bei euch bleibt, bei eurer Übung bleibt und wirklich diese Übung ganz entspannt und konzentriert durchzieht, obwohl da einer so ein bisschen rumnervt. Ihr könnt auch euren Trainingspartner bitten, dass er euch Zwischenaufgaben reinruft. Das ist eine sehr gute Übung, um sich selber zu trainieren, nach einem Problem, nach einer Panne, nach einer Schwierigkeit wieder in den Tritt zu finden. Würde also heißen, ich gehe zum Beispiel meine Schrittfolge durch, dann ruft mein Trainingspartner rein, dreimal klatschen, zweimal um die eigene Achse drehen. In dem Moment, wo ich diesen Auftrag bekomme, breche ich meinen Ablauf ab, führe dann den Auftrag aus und versuche dann entweder, je nach Sportart, wieder da einzusetzen, wo ich aus dem Konzept geraten bin, oder was jetzt zum Beispiel im Dogdance wichtig ist, dass ich dann weiter hinten wieder einsetze, so dass ich weiterhin mit der Musik zusammenbleibe. Weiter könnt ihr eure Schrittfolge machen und gleichzeitig im Kopf eine Einkaufsliste durchgehen oder als Variante zählt 10 Hunderassen auf. Beobachtet mal und zählt alle Farben auf, die ihr im Raum seht, oder alle T-Shirt-Farben, die eure Trainingspartner anhaben, so dass ihr einfach lernt, euch mental so ein bisschen aus dem Tritt zu bringen und gleichzeitig zu versuchen, trotz allem in seiner Übung so gut es geht mit drin zu bleiben. Ihr werdet sehen, das ist anfangs teilweise sehr schwierig. Das kann sein, dass euch das anfangs komplett aus dem Konzept bringt. Auch da gilt wieder, beginnt einfach und steigert langsam, aber es sind super gute Übungen, die auch eure Konzentrationsfähigkeit enorm steigern werden. Klappt das alles ohne den Hund, dürft ihr den gleichen Ablauf nochmal machen, aber jetzt mit dem Hund. Das heißt, schaut dann, kann ich jetzt auch mit meinem Hund gemeinsam diese Übungen machen, während irgendwelche Ablenkungen präsent sind und ich und mein Hund schaffen es beide gleichermaßen, diese Ablenkung, soweit es geht, auszublenden und im Arbeiten drin zu bleiben. Gut. Ein weiteres Trainingsthema ist der Belohnungsabbau. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass belohnt werden nicht nur für die Hunde toll ist, sondern das Belohnen können auch für uns Menschen unheimlich verstärkend ist. Das heißt, wir tun uns teilweise im Training arg schwer, Belohnungen abzubauen. Das hat aber dann zur Folge, dass im Training die Hunde an eine meist sehr hohe Belohnungsrate gewöhnt sind und im Wettkampf dann teilweise keine Belohnungen mehr kommen oder nur noch eine Entbelohnung am Ende des Laufs, am Ende des Tanzes etc. erfolgt. Das hat leider Gottes aber zur Folge, dass unsere schlauen Hunde sehr bald eine falsche Verknüpfung machen. Nämlich sie verknüpfen, aha, Wettkampf heißt, es gibt keine Belohnungen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr ungünstige Verknüpfung im Gehirn des Hundes, weil das natürlich zur Folge hat, dass die Hunde in nur kürzester Zeit sagen, naja, also Wettkämpfe machen mir gar keinen Spaß, weil da weiß ich schon, da kriege ich nichts für meine Arbeit oder kriege ich weniger für meine Arbeit. Daher solltet ihr auch üben, dass eure Hunde motiviert arbeiten und bei der Stange bleiben, wenn halt die Belohnungen seltener kommen oder vielleicht auch mal über einen gewissen Zeitraum ausbleiben. Und das gehört in den Trainingsplan mit hinein. Das heißt, ich muss dieses wenn man so möchte, Ausdauertraining oder Ausdauertraining im Sinne von Belohnungsabbau wirklich mit planen. Dass man nicht einfach plötzlich so 3 Tage vor dem Turnier denkt, ich habe noch gar nie geübt ohne Belohnung.
Weil dann ist es A zu spät vom Zeitpunkt und B werdet ihr dann eben riskieren, dass die Hunde sehr rasch am Wettkampf einfach eine falsche Idee sich abgespeichert haben. Und etwas, was bei diesem Training ohne Belohnungen auch mit reinkommt, ist, dass ich auch eine gewisse Sicherheit entwickle. Das heißt, es gibt mir Sicherheit zu wissen, dass mein Hund auch dann noch arbeitet, wenn es mal für 30 Sekunden, für 2 Minuten, für 5 Minuten keine Belohnung gibt. Und wenn ich sicher bin, werde ich weniger nervös. Wenn ich weniger nervös bin, arbeitet mein Hund wieder besser mit mir mit. Das heißt, achtet wirklich darauf, dass ihr beim Belohnungsabbau zwar langsam vorgeht, aber gleichzeitig das nicht komplett auslasst.